Möchte ich alle ganz herzlich grüßen von der Oberswara im Namen von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Da wir sein Leben von uns gejäfft haben, da wir in den Tod gegangen als an unser Städt. Und aber da wir nicht im Tod geblieben sind, sondern da wir abgestorben sind. In dem Namen möchte ich uns grüßen. Wir haben uns einfach zu lesen, zur Begrüßung, gerade in 1. Thessalonicher 5, Vers 13. Aus einer Anleitung zu dem Thema, über das wir von der Uwes Taub nur denken wollen. 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 13 sagt: Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Doch wohl haben wir alle, all eins eine neue Person, die uns so nur an wir, die nicht mehr hier ist, die all ewig gehen ist, eine Ewigkeit nennen. Wenn du gestorben hast. In der Bibel, der will uns nicht in Anweitenheit loten. Hier schrift Paulus, ist das, ich will dich nicht in Anweitenheit loten, über dich, wenn du all entschlafen sind. Und merke, hier ist ein ganz besonderes Wort. Wie Menschen sterben alle. Gestern habe ich dir nur gedacht, über den Tod. Wie Menschen sterben alle. Aber wenn Gläubige gestorben, dann braucht das Neue Testament vielmal das Wort, das sind bloß angeschlagen. Das heißt, du hast eine Hoffnung. Die sind nicht gestorben in dem Sinne, dass sie nicht wach sind oder dass du Hoffnung nicht durch hast, sondern die sind angeschlagen und aber du hast eine große Hoffnung. Und über diese Hoffnung, weil wir von dir nur denken, kriegt die Auferstehung der Toten. Was ist dort? Ich war ein klein bisschen wiederholen von dort, was wir hier gestern zu Obers gesehen haben. Vielleicht sind sie nicht ganz alle durchgewasst. Ich war ganz kalt ein bisschen wiederholen. Am Anfang mögt Gott die Welt. Und er mögt die Welt vollkommen in Fein. Er mögt auch den Mensch. Und er mögt den Mensch zum Leben, habe ich gestern zu Obers gesehen. Gott mögt den Mensch nicht zum Sterben, sondern zum Leben. Dann aber kam der Sündenfall. Gott hat durch diesen einen Baum gesagt, und gesagt, von dem einen Baum sollen sie nicht essen, ebenso wie alles ob, bloß das ein Baum, von dem sollen sie nicht essen. Und dann deuten sie doch, wie kann dort, da kam der Sündenfall, und durch den Sündenfall wird der Mensch getrennt von Gott. Dadurch hatten Adam und Eva eine offene Gemeinschaft mit Gott, aber von dem Tag an, wo sie diese verbotene Frucht genommen haben, werden sie getrennt von Gott. Sie werden jässlich gestorben, noch am selben Tag. So was Gott gesagt hat. Gott hat gesagt, an dem Tag, wo sie davon essen, wo sie gestorben, und sie werden an dem selben Tag jässlich gestorben, und auch an dem selben Tag, wie ihr Körper sterblich geworden. Vom selben Tag an, wie ein Körper so, dass er anfängt aufzunehmen und dass er anfängt, ja, dass er stofflich geworden wird. Seit dem Sündenfall, jetzt das Leben auf dieser Erde wieder, aber hier unter dieser Trennung, du hast nicht mehr die Gemeinschaft mit Gott. Die ganze Menschheit, seit dann, von dem Sündenfall an, ist die ganze Menschheit getrennt von Gott. Die lebt unter dieser Wand, die dazwischen ist, unter dieser Kluft. Wenn du dazwischen hast, aus Folge vom Sündenfall. Du hast nicht mehr das frühe Todrett zu Gott, du hast dazwischen gekommen. Und das ist der jährliche Tod. Wir hatten gestern gesagt, dass der Tod aus ein drei Stufen gekommen. Einmal der jährliche Tod, zweitens auch der körperliche Tod, dass Menschen sterben müssen. Das hat Gott anfänglich nicht so geplant, aber durch den Sündenfall jäuft er dann den Tod aus einer Strafe, dass die Menschen auch körperlich sterben und wenn sie sterben, dann kommen sie. So ist das besonders im Alten Testament gewesen, erst im Totenreich nennen. Im Alten Testament fängt wie immer das Wort Sheol in der hebräischen Bibel. Es evasat nur Deutsch mit entweder Totenreich oder mit dem Wort Hölle. In der englischen Sprache doch wohl auch Hell. Dort ist der körperliche Tod. Diesen jährlichen Tod, du hast Jesus Christus über eine der aufgemerkt. Wie Menschen wären alle getrennt von Gott. Epheser 2 sagt uns dort, wir wären alle jässlich tot. Und aber du hast der Herr Jesus Christus in seinen Leuven der aufgemerkt, dass wir durch diese Wand doch durchkommen können. Und das ist aber einzig und alleinmählich durch diese eine der, wo Jesus Christus selbst ist. Wer Jesus Christus annimmt, wer das Blut von Jesus Christus für sich persönlich annimmt, und geht durch diese der, der hat den jässlichen Tod überwunden. Johannes sagt uns, der ist vom Tod durchgedrungen im Leben nennen. Und der ist nicht mehr jässlich von Gott getrennt. Dort braucht es über das eine Denken, das heute Glauben.
Sowohl den Menschen aus dem Alten Testament, für Jesus seine Zeit, oder auch den Menschen nur Jesus seine Zeit. Der hat alle den selben Weg zur Errettung und das Glauben an Jesus Christus. Sicher können die Menschen, die für Jesus seine Zeit gelebt haben, nicht krank so glauben, als wie von der, oder sie haben dort, sie können dort nicht glauben, oder dort all passiert wie, aber sie können auch glauben, dass Gott den Messias schicken wird, wenn die wir von Furz an versprechen. In dem Glauben ab dort können sie auch leben. So fangen wir zum Beispiel von Abraham, dort Abraham glauben dort, und dort wird am Tere Gerechtigkeit angeregt. So auch die Menschen in dem Alten Testament können bloß durch Glauben geraten worden, krank so aus wie von der. Und dort ist krank diese der. Wer du der jetzt, wer an Jesus Christus glaubt, der ist den jässlichen Tod überkommen und ist nicht mehr getrennt von Gott. Der lebt über den jässlichen Tod und es war in Gemeinschaft mit Gott. Wie aus Kinder Gottes, wir haben das verreicht, wir dürfen das beleben, dass wir waren dürfen, eine offene Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater haben, durch Jesus Christus. Und dort ist gerade die Gemeinde. Alle die, die durch diese Idee gekommen sind, die gehören zu der Gemeinde Jesu Christi. Wenn die sterben, sicher auch die Gemeinde, wenn wir auch den jässlichen Tod überwunden haben, ans körperliche Tod muss danach kommen. Auch Christen sterben, das haben wir vielmal belebt, nicht so? Und haben doch wohl auch wie nicht die Hoffnung, dass wir nicht wollen sterben und dürfen. Bitte uns herkommt, für wie sterben und holt uns hier weg, dann ist das eine andere Sache. Aber wenn Christen sterben, die kommen nicht hier oben im Totenreich nennen, sondern die gehen eher im Paradies nennen. Im Paradies, sagen wir gestern, dort ist eine Stadt, wo sie alle in Gemeinschaft mit den Herren sind, wo sie bei Jesus sind. Paulus sagt zum Beispiel, ich würde viel lieber all hier weg und dann würde ich beim Herrn sein. Aber er will noch hier bleiben, um die Gemeinde erzogen. So, dort ist das Paradies, wo die Gläubige hinkommen, wenn die sterben. Du sind sie in Freie, du sind sie in Herrlichkeit, du sind sie in Gemeinschaft mit dem Herrn. Von der wollen wir über das Nächste nur denken, was hier nun kommt. Was passiert hier hängen? Ein Tag wird Jesus wahrer kommen. Vielleicht ist es dich bei, vielleicht geht es noch ein bisschen länger, das weiß ich nicht. Aber ein Tag wird Jesus wahrer kommen und er wird für die Gläubige erstmal kommen, um die Gläubige hier weg zu holen. Und wenn er kommt, in dem Moment, dann wollen all die, die im Paradies sind, also all die, die gestorben sind und Gläubige was sind, die wollen dann abstehen. Und die wollen zugleich mit der Gemeinde hier weggenommen worden. Mit all die, die noch leben zu der Zeit, die wollen dann vom Herrn aufgeholt und wollen weggenommen worden. Durchhängen kommt das Preisgericht, die Kronen, 1. Korinther Kapitel 3, wo wir, oder 2. Korinther Kapitel 5 verstehen, wo das sagt, dass wir wollen alle für den Richterstuhl Christi kommen, wie aus Kinder Gottes. Das ist das Preisgericht, das bloß für die Kinder Gottes ist, wo das am Jahr, dass sie belohnt worden, dafür, wo sie den Herrn gedeint haben in ihrem Glaubensleben. Oder auch Schulden leiden. Wer nicht trüge, weiß das. Kann du auch Schulden leiden. Geht du aber nicht am verloren gehen. Das sind alle gerade, wenn du hinkommst. Das sind alles die, die Kinder Gottes sind, bloß die kommen du hin und wollen du dann das Preisgericht beleben. Auch du musst doch wohl die Hochzeit des Lammes sein. Die Entrückung ist jedoch, wo Jesus seine Brüder aufholt. Jesus ist der Brigum. Wie aus Gemeinde sind seine Brüder. Alle die, die bekehrt und wahr geboren sind, die hören zu der Braut Jesu Christi. Du erst dann dort, wo wir in Offenbarung Kapitel 19 fangen, dort die Hochzeit des Lammes, du erst. Du hänger, lesen wir dann, dort Jesus wahr kommt, ab diese Erden ab, sichtbar für die ganze Welt mit seiner Gemeinde taub, um das 1000 Jahre zurück zu gründen, um das Millennium anzufangen, in 1000 Jahre ab diese Erde Frieden zu schaffen. Wo wir Luther vielleicht noch mal ein Thema von hören, wo tau dort 1000 Jahre zurückkrieg soll sein, oder was Gott sein Ziel damit ist. Wenn es 1000 Jahre zurück dann zu eng ist, dann ist die Gemeinde mit Jesus taub im Himmel. Das sagt nämlich in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, du redet krieg von der Entrückung, also von diesem Moment, wo der Herr wird kommen, um die Gemeinde in den Sieg zu nehmen, dann sagt er, von da an, wo wir immer bei dem Herrn sind. Also von da wieder, gibt es keine Trennung mehr von dem Herrn Jesus in seine Brüte. Wenn er die Brüte in ein Haus geholt hat, dann ist der Brut immer bei ihm. Von der ist es noch so, wir leben eine Verlobungszeit mit unserem Brigum, nicht so? Unser Brigum ist der himmlische Brigum, Jesus Christus. Und wir sind der Brut. Wir sind noch nicht taub. Der Herr ist noch im Himmel. Wir sind noch auf dieser Erde. Sicher, am Jesus haben wir Gemeinschaft. Aber von der leben wir noch in dieser Zeit, wo wir noch nicht taub sind. Aber das ist der schöne Moment, wo wir als Kinder Gottes nur lernen,
wo ans Brigum wird ans Entjähen kommen und wird sich die Brüte aufholen und dann wird wir immer bearm sein. Auch durch diese ganze Zeit, durch die 1000 Jahre zurück und dann für alle Ewigkeit im himmlischen Nien Jerusalem. Durchhänger lesen wir dann über, dass die zweite Auferstehung kommt. Wenn der 1000 Jahre zurück zu eng ist, durchhänger, dann kommt die zweite Auferstehung, wo all die wollen abstehen, wo sie im Totenreich sind. Und die wollen dann zum Gerecht abstehen. Wir wollen Luther noch die Farbe lesen von der Uwes, wo das dann um das Gerecht geht, für den großen Witten Thron, das ist Offenbarung 20, Vers 11 beschrieben wird, und wo das dann um geht, das Bürg des Lebens wird abgedun und wird gekickt auf den Numes von diesen Menschen im Bürg des Lebens, bern sind oder nicht, und du nur, der sich da ihre Ewigkeit dann entscheiden. So, das ist Kart, war erholt, was wir gestern zu Uwes gesehen haben. Von der wollen wir ganz konkret über die Auferstehung der Toten nur denken. Was lehrt die Bibel uns über die Auferstehung? Und wir wollen einfach im Wort Gottes kicken, was wir kriegen, im Wort Gottes fangen über die Auferstehung der Toten. Den Vers wurde ich am Anfang auch los. Paulus hat das in 1. Thessalonicher 5,13 geschrieben, er will uns nicht an Anweitenheit loten, über die, wo all die gestorben sind. Und das Wort Gottes offenbart uns, was mit euch passiert. Das Wort Gottes wies uns, was wir aus Kinder Gottes für eine Hoffnung haben. Auch für die, wo all die gestorben sind. Nämlich für die, wo an Christus gestorben sind. Die Auferstehung ist unumgänglich. Das heißt, das gibt nicht eine andere Möglichkeit, als dass eine Auferstehung geben. Wenn nicht, dann halt ans Glauben nicht. Wenn es nicht eine Auferstehung gibt, dann ist ans Glauben verjüft. Dann hat es schon sein, dort wie glauben dann. Dort gibt es manche Juden, gibt es diese zwei Parteien, dort gibt es noch mehr, aber die zwei großen, einen wären die Pharisäer und dort andere wären die Sadduzäer. Und die Sadduzäer wären die Sonne, die an keine Auferstehung glaubten. Sie glaubten auch nicht an Engel, auch nicht an Jesus und so weiter. Wenn es dort wäre, dann wären wir von der so etwas verjüft haupt gekommen. Aber das ist nichts, dort gibt es eine Auferstehung. Lass uns diese Stelle abschließen. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 13 und 14 lesen. Wir wollen von der Maja Vers 1. Korinther 15 lesen. Das ist nämlich dort Kapitel, wo sehr viel von der Auferstehung reden wird. Hier sage ich, das ist das. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Eine Gemeinde von Korinth sind doch wohl so eine Nennung gekommen, wo du gelehrt hast, dass keine Auferstehung gibt. Wir lesen in anderen Städten, wo Paulus von seinen Brüdern schrieben, der hat, wenn er im Glauben gewahrt sind, und sind aufgekommen, sind so weit gekommen, dass sie sogar anfangen zu glauben, dort gibt keine Auferstehung. Und in Korinth gibt es so etwas dort. Du willst so eine, die sehen, sind gibt es nicht, oder du willst noch einen Abstand. Gibt es von der auch so eine Menschen, die dort sagen, dort, wenn wir einmal gestorben sind, dann sind wir wach, und dann ist es durch. Hier sagt Paulus, wenn es wirklich so wird, dort nicht eine Auferstehung gibt, dann würde auch Christus nicht abgestohlen sein. Und wenn Christus nicht abgestohlen ist, dann ist uns Predigen für Jesus und dann ist auch den Glauben für Jesus, sagt Paulus hier. Ein anderer wird, dort mag eine Auferstehung geben. Wenn dort nicht, dann würde wie alles für Jesus, was wir glauben und was die Bibel uns auch lehrt, dann würde alles für Jesus sein. So, dort mag eine Auferstehung geben. Im Alten Testament wird es aber so, dass die Auferstehung bloß eine Hoffnung wird. Sie haben nach Himmel so etwas belebt, dass ein Mensch abgestohlen wird. Ja, wir finden im Alten Testament, dass Elia zum Beispiel einen Jungen abwarten soll, aber das war er gestorben. Der wird bloß noch einmal drehen, das Leben nennt er erobt, aber der wird nicht abgestohlen mit diesem himmlischen Körper. So wird es dort, haben sie im Alten Testament nach Himmel belebt. Aber aus Jesus abstand, von du wieder, ist dort nicht mehr bloß eine Hoffnung. Von du wieder ist dort, was all passiert ist. Das ist eine Tatsache, eine Wirklichkeit, und wenn wir glauben dürfen, wenn es all passiert ist, wenn es nicht nur bloß eine Hoffnung ist, sondern auch eine Tatsache ist, was passiert ist. Wir finden aber auch durch die ganze Bibel, dass die Auferstehung aus was forstet durch Hand gestaltet wird. Dort Menschen in der Bibel ganz forst dort vertreten haben, dass sie einfach wollen abstehen. Zum Beispiel von Abraham. Abraham, wie er reut, sie sehen Isaac zu opfern, und die Bibel sagt uns, warum? Wegen heu verleut sich der Abgott, wurde er noch einen Tag abweichen. Du denkst doch, also, Gott hat mir versprochen, durch diesen Sehen, viel nur kommen zu haben, und nun sollte den Herrn opfern, und heu wir reut zu tun, wegen heu vertraut der Abgott, wurde den abweichen, und dann wurde Gott sich damit weichen, dort der Verheißung, danach wurde in Erfüllung kommen. Von Mose,
lesen wir zum Beispiel, dort heute immer war er reden dort von dem Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Was würde halten von einem Gott von den Todes reden, wenn du nicht die Hoffnung wieder der Todes einen Tag würden abstehen? Wegen Mose redet du von nicht dort mal der Gott wir. Er sagt dort immer noch der Gott. Dort heute, die sind nicht wahr. Die sind einmal angeschlagen, aber die wollen wieder abstehen. In das Gott wollen wir dein, dort ist immer noch der Gott. Nicht dort wir mal, sondern dort erst noch. Von Hiob lesen wir, dass er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann sagt er wieder, ich weiß auch, dass ich an einem Tag sein will. Und damit erst kriegt der Messias gemeint, Jesus Christus. Hiob lebt weit vor Jesus in der Zeit. Dann wird Jesus noch nicht gekommen. Aber der wir versprechen, dass er einen Tag ein Radar kommen wird. Und Hiob hat diese Hoffnung, auch wenn er auch lange wird tot sein. Aber eins von euch wird er den Erlöser sein. Nämlich, wenn er abgestorben sein. Auch David fängt, dass er ganz fort an der Auferstehung glauben dort. Dass er vertrauen dort, dass er nicht wurde im Tod blieben. Psalm 49 saß hier zum Beispiel, der Schrift heißt es dort. Dass er dort vertrauen hat, dass er nicht im Tod blieben wird. Von Jesaja, in Jesaja kann wir lesen, dass du von der Auferstehung geredet wird, von der Auferstehung des Leibes. Nämlich dort, wie man einen Körper wollen abstehen, körperlich. Auch im Neuen Testament, der Apostel, der fing wir immer wahr, dass sie ganz fort an der Auferstehung glauben deuten und dort vertrauen deuten. Wir sehen nämlich das so, dass der Apostel sagen, Jesus in der Auferstehung aus dem Dietlichen Beweis dafür, dass auch ein Tag alle Gläubige abstehen wollen. Wenn Jesus abgestohlen ist, dann wollen auch all seine Jünger, seine Nufalier abstehen. Fängen wir in verschiedenen Bibelstäden. In Daniel lesen wir, und ich möchte diesen Vers einfach lesen, ich habe ihn durch 9, Daniel Kapitel 12, Vers 2. Und viele, die unter der Erde schlafend liegen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Auch Daniel haftet all gesagt, ein Tag wollen diese alle abweichen. Ein je zum Leben, ein je über zum Schmach. Jesus selbst haftet auch gesagt. In Johannes 5, 29. Da redet Jesus auch von der Auferstehung. Dann sagt er, und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Übles getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Waren diese zwei Sieden von der Auferstehung? Also einmal, da hat eine Auferstehung gehabt, du bist keine Frau. Die Bibel sagt dort so deutlich. Da ich die ganze Bibel von fern hängen, fängt wird immer wahr, diesen Gedanken, dort der Mana Gottes, der Kinder Gottes, der Hand diese Hupning, dort gehabt eine Auferstehung. Und wenn uns Körper sterben wird, ein Tag war wir abstehen, mit nie ein Körper. Und über uns wird auch deutlich diese zwei Sieden vorgestellt, nämlich dort einige wollen abstehen zum Leben und die andere wollen abstehen zum Gerecht, nämlich zur eure Verdammnis. Dort merkt die Bibel sehr deutlich, dort zwei verschiedene Auferstehungen gibt, einmal diese zwei Sieden, aber auch, dass die nicht zum Glück passieren. Vielleicht denken wir du nicht alle rein. Ich mache bloß ein paar Bibelstäden anführen, um dort zu wiesen, dort zwei verschiedene Auferstehungen gibt, auch an zwei verschiedene Tiden. Dort nämlich nicht alle wollen zu Glück abstehen, alle Todes. Johannes 5, 29, noch einmal den Vers, wo ich die Jutz höre. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Hier merken wir noch nicht, dort nicht zu Glück passiert, aber dort zwei Siedenhaft der Auferstehung. Und dann über in Offenbarung Kapitel 20, du wortet so ja deutlich durchgestellt, dort nicht eine gleiche Zeit passiert. Dort wie tüten ein erst. Dort erst mal eine Auferstehung gibt und Lothar noch eine andere Auferstehung. Lass uns die Verse einmal lesen. Offenbarung, Kapitel 20, Vers 5, was saß. Du siehst Johannes eine Vision, kann er im Himmel nennen, und er sieht du die Gläubige, die wollen für Christus auch geleden haben, die wollen auch für Christus erleben gegeben haben. Und dann lese, wie du das tät. In Kapitel 5, Vers 6, bloß das letzte Engst, entschuldigt, Kapitel 20, Vers 5, das letzte Engstchen, dann so, was Vers 6. Und sie wurden lebendig, die Gläubige, und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Hier merkt wir so ja deutlich, dort jeft ihr schmol eine Auferstehung, die erste Auferstehung wurde hier genannt,
Und das passiert 4000 Jahre zurück. Dort passiert diese Auferstehung. Und dort sind nämlich all die, die an Christus gestorben sind. Alle Gläubige, alle die, die Jesus im Herzen haben, aus zu sterben. Die stehen hier ab. Und dann sagt er hier, die waren mit Christus taub regieren für 1000 Jahre. Krieg für 1000 Jahre zurück. Das nennt die Bibel auch die Auferstehung zum Leben. So ist Johannes, dort in Johannes steht. Auferstehung des Lebens. Diese stehen ab, ab ewig mit Christus taub zu leben. Das sind all die, die aus dem Paradies kommen. Die, die gestorben sind und im Paradies sind, die wollen du abstehen. Aber bloß die. Dann vergehen die 1000 Jahre und dann sagt er hier so, der andere Tod ist über die Bleiben im Graf, was die 1000 Jahre ist vergehen werden. Und du hänge, dann kommt die zweite Auferstehung. Die zweite Auferstehung, die nennt die Bibel die Auferstehung zum Gericht. Dann wollen all die abstehen, die im Totenreich sind. Alle die, die nicht gläubig gewesen sind in diesem Leben, die stehen du ab. Dort ist die zweite Auferstehung und die stehen ab zum Gericht in der ewigen Verdammnis. Nun sagt uns dort hier so, noch einmal Vers 6, Kapitel 20, Vers 6, glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Dort ist ein wunderbares Glück, eine große Seligkeit, wer dort zur ersten Auferstehung gehört. Wen dort ist sicher, wer dort gehört, der wird ab ewig mit Christus taub leben. Aber der andere, der macht in aller Fall im Gericht kommen. Der andere, der macht in aller Fall den Thron Gottes erscheinen, in wo du gerecht worden und er warten nun. Ich muss uns hier einmal fragen, wenn du erst gestorben bist, und dann bei der Auferstehung kommt, warst du Deilhahn und diese erste Auferstehung und der Auferstehung des Lebens? Warst du mit Bisan oder nicht? Das ist eine entscheidende Frage und das darf ich selbst entscheiden. Gott hat uns nämlich in Wahlen gegeben, in der Möglichkeit gegeben, dass wir das selbst entscheiden dürfen. Nämlich dadurch, dass wir Jesus Christus annehmen. Wenn wir Amen uns Gott abnehmen, uns Leben am übergeben, sie nicht Kinder wollen, dann ist es sicher, dass wir an diese erste Auferstehung dürfen teil haben ein Tag. Bitte, der Herr kommt euer, dann dürfen wir vielleicht auch nicht mal sterben. Dann kann es sein, dass wir einfach so von einem aufgeholt worden. Aber dort gehört dann auch die erste Auferstehung. Die Entrückung in die erste Auferstehung, die wollen an einem in den salzigen Moment passieren. Ich möchte noch einmal so auf das Bild du so wiesen. Die erste Auferstehung, der ist du so. Wenn Jesus wahrer kommt für die Sünde, also nicht, wo er sichtbar kommt, aber ob er sie irrt, sondern du, wo er immer kommt, bloß um die Gemeinde aufzuholen, in dem Moment, du wollen die Todes abstehen, wo sie im Paradies sind, und du wollen all die Gläubige, die heute noch leben, die wollen dann entrückt worden, und dann wollen sie taub, einem Herrn genommen, um für immer bei ihm zu sein. Wer wird das steht einmal lesen, um dort wieder ein Wort Gottes ist dort sein. Ich kann hier irgendein Wort vertellen, und vielleicht gläubige mich nicht, und das ist nicht schlimm, aber wer wird das Wort Gottes lesen, und wer wird das Wort Gottes gläuben? 1. Thessalonicher 4, Vers 15 bis 17. Du fängst wieder so ja deutlich beschrieben. 1. Thessalonicher 4, Vers 15 bis 17. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Paulus hat das hier noch betont. Das ist ein Wort vom Herrn, was hier nicht kommt. Die ganze Bibel ist Wort Gottes. Aber das ist noch ein besonderer Befehl von Gott, das kriegt es das zu sein. Wir, die wir leben, bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Er sagt hier, wie wollen wir noch leben wollen, wenn der Herr wahrkommt. Wir wollen nicht euer beim Herrn sein, aus dem wir gestorben sind. Wir wollen ihn nicht verkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Bloß die Toten in Christus wollen ihr abstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen. Wie, die wir danach leben wollen, taub mit euch, was dann Jutz abgestohen sind, entrückt worden, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Wenn wir noch 1. Korinther 15, 57 wollen wir lesen, dann merken wir, das alles passiert in einem Augenblick, also in einem Moment. Diese Auferstehung von der Todes, von der Gläubigen, in der Entrückung der Gemeinde, das passiert in einem Augenblick, in einem salzigen Moment. Und dann sage ich dort, und dann wollen wir bei dem Herrn sein für alle Ewigkeit. Dort ist der große Hoffnung, wo wir als Kinder Gottes dürfen haben. Aber bloß die Kinder Gottes haben diese Hoffnung. Bloß die Kinder Gottes wollen abstehen zum Leben.
Dann fängt wieder der Herr Wort mit seiner Gemeinde taub, wahrer kommt auf diese Erden ab, hier so ab Erden 1000 Jahre Fried zu geben, um das Friedensreich hier abzurechnen, das Millennium, wo die Propheten im Alten Testament all viel von geredet haben, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, haben alle davon geredet, Daniel hat davon geredet, Jesus hat davon geredet. Der Herr wird kommen mit Gemeinde taub, um das Friedensreich hier so zu gründen. Und du hängst, nur dem, wenn die 1000 Jahre zu eng sind, in der Gemeinde, war er mit Jesus taub im Himmel ist, alle Gläubige, dann kommt die zweite Auferstehung. Dort werden wir auch den Abschnitt einmal lesen, in Offenbarung 20, Vers 12, Vers 15. Offenbarung 20, wir wollen Vers 11 anfangen, Vers 11, Vers 15. Jutz Ferdim ist dort beschrieben, wo der Satan für 1000 Jahre gebungen wird, in der 1000 Jahre schreckt dann so viel jährt, und dann sagt dort du in Vers 10, dort nur diese 1000 Jahre wird der Satan noch einmal kalt losgeloten, und der versiegt noch einmal die Menschen, war er zu verfehlen, und dann kommt aber so ein hostig der Herr und merkt den Eng mit Arm. Und dann lesen wir in Vers 11 und wieder. Schrift Johannes ist dort. Und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Das ist der Moment, wo diese Erde verjährt. Du hast mit uns hostig, sagt Johannes, du einen großen Thron, einen großen witten Thron, und du boven sagt Gott selbst. Und aus Gott erschien, dann verjährt alles. Gott ist nämlich so heilig, dort, wenn heute einmal sich umbohren wird, dann verjährt alles verarm. Himmel und Erde verschwingt einfach. Und dann sagt Johannes wieder, Vers 12, und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Nun sagt Johannes, all diese Todes von Anfang von der Welt, wird ganz zu ein, das stehen wir uns alle für diesen weißen Thron. Nicht die, die im Paradies werden, die werden du alle entrückt, und die sind all bei Jesus im Himmel. Die sind das gerecht im Stich gegangen, sagt dann zu Johannes Kapitel 4. Wo muss ich sagen, das ist Kapitel 4 oder 5. Wo das sagt, dort wer am Gläuf, der ist, das ist Kapitel 4, Vers 24. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wer an Jesus gläuft, in der ich diese der ich jetzt, der ist der ich vom Tod durchgedrungen im Leben nenn, und der kommt nicht nur um gerecht, nämlich nur das gerecht hier so, brückt er nicht. Die sind all bei Jesus. Aber alle die anderen, die kommen für das gerecht. Und du sagst, Johannes, dann wollen diese Bücher aufgenommen auf das Buch des Lebens. Und vielleicht habe ich hier die Frage, warum ist hier noch ein Buch des Lebens? Wenn es all klar ist, dass alle Gläubige du sind und alle Angläubige hier, dann braucht ihr dort nicht das Buch des Lebens. Ich kann nicht eine ganz vorste Erklärung, aber doch wollen wir das tun, zu tun haben, diese Entrückung der Gemeinde, die passiert ja all 40.000 Jahre zurück. Was passiert mit all den Menschen, die durch diese 1000 Jahre leben? Wurde die Gemeinde all nicht mehr jäft? Von der jäftet noch die Gemeinde. In der Gemeinde ist dort, der ich wohne, Gott schaffen wird. Und der ich wohne, Gott den Menschen raten will und den Menschen nur antragen. Aber in diesen 1000 Jahren wird dir die Gemeinde nicht mehr geben. Der ist auf Herdem entrückt worden. Doch wohl, müssen die Menschen, die in der Zeit leben und um ihn sterben, auch für das gerecht kommen. Und du wirst dann auch noch einmal geprüft, stehen die Erinnerungen mit uns im Buch des Lebens. Und dort so, wo du geläuft hast, wenn ja, dann kommen die dort hin im Himmel. Wenn nicht, dann kommen die hier an. Und all die, die hier in dieser Zeit gelebt haben, wenn nicht zu Jesus Christus gehören, die kommen dann für alle Ewigkeit an das Viernen in den feurigen See, wo das Himmel wird in Eng haben. Wir lesen noch die Versen 13 und wieder dazu. Du sagst dort nämlich, und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach ihren Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Der zweite Tod, was wir gestern erklären, der Euvia-Tod, der letzte Tod. Dort ist die Euvia-Trennung von Gott.
der kommt hier. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Der Feuersee, dort ist nämlich der Hall, das hebräische Wort Gehenna, der ewige Hall, wo Deuhan kommen, wenn er nicht an Gott glauben. Dort ist ein Port von der zweiten Auferstehung. Sind aber so wie die Frau? Vielleicht einmal ganz kurz gelesen hätte, wenn du wie eine Frau hast, irgendwas nicht klar genug gesagt. Hat er noch eine Chance? Ich denke, es ist eine gute Frau. Und ich denke, ja. Warum denke ich, ja? Wenn wir finden in der Bibel, zum Beispiel in 1. Timotheus, sei ja deutlich, dass Gott will, dass alle Menschen geraten werden. Die müssen eine Chance haben. Es kann Gott nicht wollen, dass die alle geraten werden. Nicht? Gott weiß auch, in der Bibel sagt uns, dass nicht alle Menschen das annehmen. Nicht alle Menschen wollen geraten, wenn nicht alle wollen. Aber alle Menschen haben eine Chance, wenn Gott will, dass die alle geraten werden. Doch wohl wird er ein bisschen anders sein als von der aus der Helle Jesu utgegoten, von der aus der Gemeinde, durch der ich wohne Gott wirken wird. Dort wird er doch wohl ein bisschen anders sein. Aber Jesus wird du sichtbar, ob sie ihr sein für die 1000 Jahre. In der Menschenhand, die mit Möglichkeit zu glauben, dass heute Messias ist, in Amt zu deuen oder nicht. Ja, so denke ich, kann er sein. Aber wir wollen Luther irgendwann nochmal ein Thema haben, wo wir gleich über 1000 Jahre schon nochmal wollen, ein ganz ausführliches Thema haben. Gut, wir gehen wieder zum nächsten Punkt. Was wies die Bibel uns über den Auferstehungsleib? Wir glauben nämlich, dass wir wollen körperlich abstehen, wir wollen mit einem Leib abstehen. Wenn uns Körper hier stirbt, dann dürfen wir den begraben, dann verfüllt ihn, dann ist er weich. Wir glauben aber, dass wir wollen körperlich wahr abstehen. Was wies die Bibel uns von diesem Auferstehungsleib? Ich möchte auch kurz sagen, der Auferstehungsleib ist nicht was, was wir uns mit uns verstanden so begreifen können. Der jetzt über uns denken, rührt. Aber die Bibel wies uns gleich, Training 1. Korinther 15, die wies uns drei Beispiele, wo du dort verglichen hast, wo wir uns dort ein klein bisschen deutlich merken können, wo wir uns ein bisschen eine Verstellung merken können, dort wir ein bisschen Bild davon kriegen. Wer wir einmal diese Verse lesen, 1. Korinther 15, von Vers 35 bis 38. Paulus redet ja in diesem Kapitel immer wieder davon, dass es eine Auferstehung geben muss. Er versucht dort zu begründen, dass es eine Auferstehung gibt. In der Schrift heißt es das, Vers 35. Aber jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Du Gedankenloser, was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du siehst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa vom Weizen oder von einer anderen Saat. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Paulus sagt hier so, du Gedankenloser, stell dich nicht vor, dass du gerade mit diesem Körper abstehen wirst, wenn du begraben bist. Sagt er, dort bloß ist ein Kundje, was wir sehen tun. Und wenn wir ein Kundje sehen, dann geht du nicht gerade so ein Kundje noch einmal ab, nicht so? Dann geht du eine ganz große Stütze ab, wo dann auch seine Kinder jetzt vielleicht an sind. Aber dort, wo du abgehst, dort ist ganz was viel herrlicheres, als das eine Kundje, was du gesagt wird. Dann sage ich Paulus, so können wir uns das verstellen mit dem Auferstehungsleib. Uns Körper, wo wir von der Hand und wo wir in Dach begraben wollen, dort ist bloß ein Kundje. Aber dann wird du was ganz anderes zurückkommen, was ganz herrliches. Er sagt das nämlich so, ans irdische Leib, dort ist so aus, dort sucht dich für den Auferstehungsleib. Zum Beispiel, wir sagten, ein Kundje wird, oder ein Dolchchenerkes wird, und dann am Ende haben wir einen großen Wertstab, und der lädt ganz anders, nicht so? Eine große Wertstab, erst wird ein Kundje rausgekommen, der hat sich noch verstört, und lädt vielleicht noch mehrere Stieder. Oder wir sagten, eine kleine Nähe, und du kommst ein ganz großer Baum raus. Merkt, wie das ein Unterschied ist von dem Kundje, was gesagt wird, in der Frucht, was er rückkommt. Sagt Paulus, so können wir uns das feststellen, mit unserem Körper, was wir von der Hand, in dem Körper, was wir für das ewige Leben kriegen wollen. Dort ist so ein Unterschied ist von dem Kundje und dem großen Baum. Aber, der Baum, was du abgehst, der wird nur abgehen, was hier von dem Kundje gesagt wird, nicht so? Wenn wir das Kundje sagen, da wird er nicht mal ins Wertstab abgehen,
Da wird doch nicht ein Apfelbaum abgehauen, da wird doch gleich das Baum abgehauen. Und so ist es mit unserem Leib. Du nur wird von Leib durch gesagt wird oder begruft wird, oder vielleicht soll man aber sagen, du nur, wo wir das Leben gelebt haben, du nur wird du in nie Leib rückkommen am Ende. Ich finde das so zu erschwen, dass du mit uns vielleicht kennen, die nicht alle sein, dass das Leute, die das nicht alle fern sein können. Aber ich denke, wir können uns das sagen. Uns irdisches Leben, uns Körper oder vielleicht besser gesagt uns Leben, dort erst dort kommt, was wir sagen tun. Und du nur, wo wir hier in diesem Leben, mit diesem Körper leben tun, du nur, wird uns Ewigkeitsleib sein. Du nur, wo wir einen Körper kriegen für das ewige Leben. Gleich im Salzigen Kapitel fängt wie noch ein anderes Beispiel. Vers 39. Paulus bringt bloß ein bisschen seine Bille, damit wir ein bisschen uns ein Beispiel merken können. Du sagst ja, nicht alles Fleisch ist von gleicher Art. Wir können auch sagen, nicht alle Körper sind von der salzigen Ort. Sondern anders ist das Fleisch der Menschen, anders das Fleisch des Viehs, anders das der Fische, anders das der Vögel. Hier beschreibt er uns, dass all in diesem Leben, auf dieser Erde, gibt es verschiedene Sorten von Körper. Dort gibt es menschliche Körper, dort gibt es Tiere, die Vögel und die Fische. In jeder einer von diesen Körpers ist besonders gemerkt für den Raum, wo der Ben leben soll. Gott hat zum Beispiel die Pier und die Fähel nicht überein gemerkt. Wenn die Pier, die sollen auf ihr leben und die Fähel sollen in der Lauf leben. Die Fisch und die Pier sind auch nicht überein gemerkt. Wenn die Fisch haben gemerkt, um im Wasser zu leben, in die Pier oder die anderen Tieren oder ganz Menschen, um auf ihr zu leben. So du nur, wo der Körper leben soll, du nur hat Gott den gemerkt. In solch haben uns so quasi den Ewigkeitsleib verstellt. Diesen Körper hat Gott gemerkt, damit der Fan hier auf Erden leben kann. Den anderen Körper, den wir kreieren wollen, den wird Gott auch dafür gemerkt haben, dass er für das himmlische, für das geistliche Leben geeignet ist. Wenn du weit, weit anders ist, als wir uns dort mit uns verstanden vielleicht ausmalen können. In Vers 40, das erste Engst hier, sagt er, und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. So ist das hier auf Erden verschiedene Sorten von Körperschaft. So konnte der Unterschied sein von den irdischen Körper, nur den himmlischen Körper, was wir ein Dach haben wollen. Das Körper ist geeignet für das Leben, für diese Erde. Der andere Körper wird geeignet sein für ein Leben, wo es nicht mehr Zeit gibt, wo es nicht mehr ein Raum gibt, wo wir all diese Gesetzen, wo wir hier unter der Natur gesetzen sind, nicht mehr haben. Und dann noch das dritte Bild. Lesen wir noch einmal, auch war in Kapitel 15, Vers 40, Bett 41. Da finden wir noch das dritte Bild, wo wir uns das verstellen können. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper, aber anders ist der Glanz der Himmelskörper, anders der irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne und einen anderen Glanz der Mond. Und einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen im Glanz. Hier hat Paulus dort mit den Himmelslichter verglichen, mit den Himmelskörpers. Das sind nämlich auch Körpers, nicht Körpers mit Fleisch und Blut, sondern es ist auch so, aber das sind auch Körpers. Und dann sagt er, wir haben den Glanz der Sonne, und das ist ganz anders als alle anderen Körpers, die im Himmel sind. Wir haben den Mond und wir haben den Stierz. Und die sind ganz unerscheidlich. Der eine, der dacht Säuer, und der andere, der dacht nur ganz wenig. In dem Mond zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr wisst, der Mond übt sich selbst auf, überhaupt nicht licht. Der Mond dacht bloß dort, wo die Sonne noch dachen wird. Wenn wir den Mond sein so ein Striebschen dacht, dort meint von Janne sie, dass die Sonne noch dachen und bloß dort ein Striebschen, tja wie sein, wo der Dach ist. Der Mond an sich selbst hat überhaupt nicht licht. So sagt Paulus hier, so tja wir uns das verstellen. Gott hat so viele verschiedene Gedeihen gehabt, Körpers zu merken für das Leben. Einmal die Tiere, die Fisch, die Fähel, uns Menschen und dann auch die Himmelskörper und so weiter. Und dann kann Gott auch noch was ganz anderes merken, für die Ewigkeit. Gott, seine Gedeihen sind noch nicht ausgeschöpft. Uns denken ist vielleicht begrenzt. Uns denken, wie stellen uns dort vor, was wir hier sein und begreifen können. Gott, sein Denken aber jetzt noch viel wieder als dort. Und so ist Gott für das Leben ganz verschiedene Dinge haben können merken. So kann Gott auch für Jahre leben. Noch war er was ganz anderes merken, was noch weit herrlicher ist, weit schöner ist, als was wir von der mit unserem Körper begreifen können. Die weitere Versen dann du mit so einem Kontrast durchstahlen. Von den irdischen Körper in den himmlischen Körper. Dann sagst du wieder,
so ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich. Das Körper, wo wir nicht haben, wo wir einfach begruben wollen, der wird gesät, aber das ist verweslich, der wird verkommen, das bleibt nicht. Aber der wird abstehen, der wird dort einer sein, das ist unverweslich. Der wird zweimal mehr krank worden, der wird zweimal mehr alt worden, der wird nicht irgendwann erstorben oder verfühlen und so weiter. Dieser ist verweslich, der andere ist unverweslich. Es wird gesät in Unehre. Von der habe ich vielleicht in jeder einer und uns, wir haben manche Dinge in uns Körper, wo uns gleich so sehr gefallen. Das ist Unehre. Das ist nicht alles so schön, wie wir uns das wünschen. Aber der Nier, der wird herrlich sein. Das Körper ist mit Schwachheit bedungen. Der Nier, der wird voll Kraft sein, nämlich Kraft von Gott. Nun haben wir einen natürlichen Körper. In Kriegen war wie ein geistlichen Körper. Ich habe vielleicht meist nicht verstanden. Ich wollte noch einen Gedanken sagen, wo uns das vielleicht mit mal updaten. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Dann sage ich jetzt wieder, der erste Mensch, das ist von ihr, also den Mensch, was wir von der haben, das ist ihr gemerkt. Aber der zweite, der kommt von den Herren des Himmels. Also dort wird ein himmlischer Körper sein. Nicht von der ihr gemerkt, nicht von so einem Material gemerkt, aus was wir von der kennen, sondern von himmlischen Dingen. Und wie der irdische beschaffen ist, so auch die irdischen. Und wie die himmlischen wie der himmlische beschaffen ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Heute wird hier nämlich mit dit verbinden. Aus Gott Adam mögt den ersten Mensch, den mögt ihr. Und so aus Adam sein Körper gemerkt wir, so sind auch unsere Körper alle. Die sind so ähnlich aus Adam sind wir. Der zweite Mensch, was hier abgenannt ist, ist nämlich Jesus Christus. Und aus heutigem Abstand vom Tod, dann hat Jesus Christus einen ganz anderen Körper. Und so aus seinem Körper wir, so wollen auch unsere Körper ein Tag sein, so aus seinem Körper wir nur seine Auferstehung. Und ich habe uns vielleicht ein paar Gedanken deutlich merken, ein paar Dinge verstellen und vielleicht doch nicht verstellen. Wo wir nämlich aus Jesus abgestohlen wir, aus heutigem Tod abgestohlen wir, dann wird es so, heute kann erkannt werden, heute kann aber auch unerkannt bleiben. Als er so mit der Jünger Taub am Wach nur Emmaus ging, dann wird das so, dass die Jünger lange eng mit einem Taub und reden mit einem und werden dort nicht an, wer dort wir. Ob eins mögt Jesus in die Augen ob, und dann können sie klar sein, das wir Jesus, das wir ihr Heiland. Jesus in Körper, wir nicht gebungen und tiet in und rühm, so aus der Natur ist. Wir sind alle gebungen und rühm. Wir können entweder hier sein oder sonst aber nicht auf ein paar Städten zugleich. Wir sind gebungen und tiet. Nun sehe ich hier und ich kann nicht im salzigen Moment auch tüß in Cocktailmock sein. Ich mache durch Hand gehen, Hand vor. Jesus wenigstens dort. Seine Jünger wären zum Beispiel eine Sorte taub in einem Rühm, deren haben sie Teue geschlotten und sie beten du und plötzlich wie Jesus du mit dem Mann geht. Und kriegst so hastig wie hier war er wach. Jesus wie nicht mehr gebungen und die Natur gesalzt hat. Was diese Erde beherrschen wird, in wo uns Körper unja ist. Heu wir frei von all dort. Und so ist der Nia Leib. Jesus, sein Körper, sein Nia Körper, können Materie annehmen. Und können aber auch plötzlich verschwingen. Heu können zum Beispiel hastig im Rühm sein, und die Jünger können am Anfoten, die können am Feulen. Heu können sogar eten und so wieder. Und aber kriegst so hastig, können auch verschwingen, und dann wie hier war ich, und dann wie hier hastig saß wir. Wir haben immer in Galiläa, in Messwurz dann wieder du in Jerusalem, wie seine Jünger. So sind Körper wenig mehr gebungen und ja der Natur gesagt, aus der ich abgestohlen wir. Und das gibt uns bloß ein bisschen ein Bild, ein bisschen ein Gedanken, wo der nie Auferstehungsleib ist. Der Leib, ab wo noch wie aus Kinder Gottes Hupning haben uns verloten dürfen. Ich möchte zum Schluss kommen, hier noch einmal so das Bild, und ich möchte uns noch einmal fragen. Und wo eine Auferstehung, was du port han? Du so bei der ersten Auferstehung wurdet von du wieder ab ewig wort beim Herrn sein? Oder warst du von dieser sein, wort hier wort man ferm gerecht kommen? Wenn ich frage, wo wirst du sein, dann denke ich, würde wir alle sein, ich will du sein. Dann ist meine nächste Frage, hast du all die Entscheidung getroffen? Hast du dort all klar gemerkt, dass du gewusst du bist sein? Dort liegt nämlich an jedem einen von unserer eigenen Entscheidung. Wenn wir Jesus Christus angenommen haben, dann haben wir das Ticket gekriegt. Dann haben wir die Sicherheit gekriegt, dass wir geworden sind. Wenn wir über Jesus Christus nicht annehmen in diesem Leben, und wir sterben, dann kommen wir hierher, im Totenreich nach.
Und wenn dann dort gerecht kommt, dann komm wie du han. In ferm gerecht Gottes, du kann wie nicht bestun. Wenn wir nicht Jesus in Blut angenommen haben, dann kann wie du nicht bestun. Und dann wollen wir die Ewigkeit durchverbringen. Dann wollen wir die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen. Deswegen möchte ich uns diese Frau wirklich ihr ins Verübung stellen. Wir wollen von dieser Bettauferstehung und was du mit bei sein. Und ich wünsche, dass wir alle wollen zu der ersten Auferstehung gehören. Wenn wir alle gestorben sind, dass wir darüber abstehen. Wenn nicht, dass wir dann im Port von der Gemeinde sind und mit dort taub entrückt worden. Denn je hier wie auch der Tau, das ist ihr eigenes selbstes Ereignis. Denn je hier wie auch der Tau, und möchte der Herr uns Gnade schenken, dass wir alle wollen der Tau hier hören. Wir haben gerade Teilatz noch diesen Vers zu lesen. 1. Johannes 3, der Vers 1-3. Wer eine Bibel hat, schlutet hier ab. 1. Johannes Kapitel 3, die ersten drei Vers. Die Schrift Johannes ist dort. Checkt mal, was für eine Leib hat der Führer uns erwiesen, dort wie Kinder Gottes heute dürfen. Du wen erkannt die Welt nicht, du wen erkannt uns die Welt nicht, wen sie arm nicht erkannt hat, nämlich Jesus. Geläufte, wir sind nun Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein wollen. Wir können noch nicht korrekt verstehen, was in Zukunft sein wird, wo uns nie erkannt sein wird und so weiter. Das können wir noch nicht korrekt verstehen. Das ist noch nicht alles offenbar geworden. Wir wollten aber, dass wir arm wollen, glück gestaltet sein. Das meint hier nicht, dass wir wollen mit Gott glücklich sein. Gott ist Gott und blüfft immer Gott, wir wollen auch in der Ewigkeit unerarm sein. Gleichgestaltet meint, so aus sie nie ein Körper ist, so wird auch uns nie ein Körper gemerkt sein. Gleichgestaltet, so gemerkt es heu, wo wir sind, dort weit wir, wegen wir wollen am sein, so aus heu es. Und dann das welcher Falschen, das Falschen muss ich uns von der Säure umhorten leihen. In jeder einer, wenn er diese Hoffnung hat, die Hoffnung für die erste Auferstehung, wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich. Kriegt so, als auch heu ans Heiland rein ist. Diese Hoffnung, die Hoffnung von der Auferstehung zum Leben, dort soll an uns bewirken, dass wir uns reinigen. Dort wir nicht glückaltig leben als Kinder Gottes. Dort wir nicht glückaltig durch ans Leben gehen und sie denken, der Herr hat mich vergift, dort wird er uns verschaffen und gehen glückaltig ein Leben vielleicht für uns selbst. Diese Hoffnung, die soll an uns bewirken, dass wir uns reinigen, dort wir eine Heiligung leben, dort wir unseren Herrn wirklich treu nur folgen. Und dort wir wirklich einen Tag nicht nur bloß wollen, dumm mit sein, sondern dort wir auch im Preisgericht vielleicht wollen, in großen Lohn kriegen. Nicht wegen wir uns was verdient haben, aber wegen der Herr uns geraten hat, in wegen wir anderen treu gedeint haben, welche uns so hier beschenken. Lass uns noch einmal all doi, wenn wir diese Hoffnung haben, lass uns uns reinigen, so als uns Herr rein ist, so als er rein ist und heilig ist, so sollen auch wir rein und heilig sein, am Veramte erschienen. Amen. Lass uns noch stehen, um zu beten, wo es passend ist. Herr Jesus Christus, wir danken dir von dir so, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du deine himmlische Herrlichkeit abgegeben hast, du bist Mensch geworden, um uns zu raten. Du bist Mensch geworden und bist sogar in den Tod gegangen und an sie steht. Wir haben den Tod verdient, wir haben die Strafe verdient und wir haben sogar verdient, ob ewig von dir getrennt zu sein. Aber du wirst wahrlich in Köln rauf und gingst in an sie steht im Tod nennen, hast in an sie steht diese Strafe ab dir genommen und hast uns der abgemerkt, Tränen um vorher zu kommen. Du sei wie dir so dankbar für. Herr, wir danken dir für all die, wenn wir das angenommen haben und wir beten aber auch für die, wenn wir durch diese dir noch nicht durchgegangen sind. Vielleicht sind hier von der Oberzone, wo diese Entscheidung noch nicht getroffen haben, wo noch nicht nur die gekommen sind. Dann möchte ich dir beten, Herr Jesus, trag doch deine Worten, wo diese Klarheit nicht haben, und schenk, dass sie von der Oberzone möchten, nur die kommen und auch das Fass merken, das sicher merken, dass sie wollen an der ersten Auferstehung teil haben. Und Herr, all die, die wir deine Kinder sind, schenk, dass wir uns wollen heiligen, schenk, dass wir das verstehen, wo wichtig diese Sache ist, und dass wir uns auch reinigen, so als du rein bist, und dass wir einfach wollen, aus einer reinen Brüte dürfen, von die aufgeholt worden und fertig kommen. Herr, ich bete, dass du dein Wort sehens. Ich danke dir, dass du dort mit deiner Auferstehung bewiesen hast, dass es eine Auferstehung gibt, und dass wir auch diese Hoffnung dürfen haben, einen Tag mit die Taub, oder bei dir abzustehen und dann mit die Taub zu sein für alle Ewigkeit. Schenk uns durch deine Gnade und deinen Segen. Amen. Wir nehmen Platz.